English, which means really the worst it can happen. Also totaler Niedergang. The message of true life in God is not a message of doom and gloom. Aber die Botschaft des wahren Lebens in Gott ist keine von doom and gloom. The message of true life in God is a message of hope. Es ist eine Botschaft der Hoffnung. Because when God speaks, he never will crush us completely down like that. Denn wenn Gott spricht, dann schmettert uns niemals ganz und gar nieder. Yes, God will reprimand us like a father. Ja, kommt um uns zu ermahnen wie ein Vater. Like any father will tell off his child, he does the same. Ja, wie das jeder Vater tut zu seinem Kind, so tut es auch. Because he is father. Denn ist Vater. And it's good to be reprimanded to wake up. Und es ist gut, wachgerüttelt zu werden. But he will always reprimand us with love. Aber wird das immer mit Liebe tun. Some Benedictine monks had invited me once to their monastery. Mich haben einmal Benediktinermönche eingeladen, in ihr Kloster zu kommen. And one of them told me, you know, I like the messages very much, only that I have one objection. Und einer sagte mir, die Botschaften gefallen mir sehr, aber einen Einwand habe ich dagegen. Why is Jesus sometimes with you so hard? Warum ist Jesus manchmal so hart zu ihnen? I was very surprised. Da war ich ganz überrascht. I said, you know, when Jesus reprimands me, ich sagte, wenn Jesus mich ermahnt, he does it in such a way that you don't feel it because his love is so great, dann tut es auf so eine Weise, dass ich es überhaupt nicht verspüre, denn seine Liebe ist so groß, that it covers up everything that could be even hurting you. Das ist alles das, was verletzen könnte, vollkommen überspielt. When somebody, a human being, reprimands somebody, wenn ein Mensch irgendeinen anderen ermahnt, he could hurt the person opposite. Dann kann manchmal den anderen verletzen. Because he does it in a human way. Denn tut es auf menschliche Weise. But when God our Father also reprimands us, he does it in a very different way with a lot of love behind. Aber wenn Gott, unser Vater, uns ermahnt, tut es ganz anders, mit so viel Liebe im Hintergrund. So this message is a message of hope. Also diese Botschaft ist eine solche der Hoffnung. And gives us to hope for the promise. Und gibt uns Hoffnung auf die Verheißung. The promise is the Holy Spirit. Die Verheißung ist der Heilige Geist. And the Holy Spirit is already in action. Und ist schon am Werk. Our duty is to do what Jesus has asked us, to repay evil with love. Unsere Pflicht ist es, was Jesus uns sagte, wir sollen das Böse mit Liebe vergelten. Offer our will every single day to God. Jeden Tag unseren Willen Gott übergeben. One day when God came to me and said, you have something to give me, als Gott einmal zu mir kam und sagte, hast du mir etwas zu schenken? As soon as I was starting to think that I could give him something, habe ich darüber nachgedacht, was kann ich ihm wohl geben? He said quickly, at any rate, whatever you will give me and it is good, it comes from me. Da sagte sofort, alles was du mir Gutes geben könntest, kommt immer von mir. So I said, do you mean to say that I have nothing good of my own to give you? Meinst du, ich hätte gar nichts Gutes von mir aus, sagte ich, was ich dir geben könnte? No, nothing. Everything that is good comes from me. Nein, nichts. Alles Gute kommt von mir. So I thought, well, I can paint an icon and give it to him. And I said, I can paint an icon and you like it. Dann sagte ich, ich könnte dir aber eine Ikone malen und sie dir schenken. The gift of art, Vasula. Ach, das Geschenk, die Gabe der Kunst, Vasula. It also comes from me. Kommt auch von mir. But he said, you have something that I will like. Aber du hast doch etwas, was ich gerne hätte. Your will. Deinen Willen. And I said, but my will. I gave you last week my will.
Ich habe ihn dir doch letzte Woche schon gegeben, habe ich ihm gesagt. He said, yes, but I'd like to hear it every single day. Ja, sagt er, aber ich möchte das jeden Tag neu hören. So this is what we should remember. Daran sollen wir also denken. And I want to share one more thing with you, which is a daily thing. Und ich möchte noch eines mit Ihnen teilen, eine ganz alltägliche Sache. Jesus is complaining. Jesus beklagt sich, that we do not thank him enough, dass wir ihm nicht genug danken. And we do not praise him enough, und wir ihn nicht genug preisen. And bless him, und ihn segnen. For all the good things he is giving us daily. Für alles Gute, was er uns täglich gibt. It's true, because we take everything as granted. Das stimmt, denn wir nehmen alles als selbstverständlich. For instance, the clothes we wear, it's a blessing. Zum Beispiel das, was wir anziehen, das ist ein When we go home and we have a roof on top of our heads, it's a blessing from God. Wenn wir nach Hause gehen und ein Dach über dem Kopf haben, dann ist das ein Segen Gottes. Your health is a blessing. Unsere Gesundheit ist ein Segen. You open the fridge, you have plenty of food. It's a blessing. Fridge. Also, man macht den Kühlschrank auf und hat irgendetwas zu essen darin. Auch das ist ein Segen. All these things that we take for granted, as if it is us, als was wir für selbstverständlich halten, they are from God. Kommt von Gott. Because he said, everything that is good comes from me. Denn er sagt, alles Gute kommt von mir. If he wanted, he could do it like he did it to Job. If he wanted, he could do things like he did to Job. Wenn ihr meint, ihr könntet etwas tun, so wie ihr einen Job ausübt, he could take away everything from you. Dann würde er euch alles wegnehmen. And leave you without anything. Und euch ganz ohne alles lassen. So let's say praise be the Lord. Also so lasst uns sagen, gelobt sei der Herr. More often. Und so tun wir das öfter. He taught me that every evening before I sleep. Er sagte mir, dass jeden Abend, bevor ich einschlafe, I thank him. Dass ich ihm dann danken soll. And I praise him. Und ihn preisen. For all the things that he has given us. Für alles, was er uns an diesem Tag gegeben hat. Thank you very much. Danke. Und noch ein gemeinsames Vaterunser beten. And I want to remind you, in the beginning, the Creator, the first thing he asked me was to pray the Our Father to him. Am Anfang hat nämlich Gott mich zuerst darum gebeten, das Vaterunser zu sprechen. And he made me say it the whole day, many, many, many times. Und er ließ es mich einen ganzen Tag lang viele, viele Male wiederholen. Because I was not saying it right. Denn ich sprach es nicht richtig. The first time I said it very quickly. Zuerst habe ich es zu schnell gesprochen. The second time I was moving. Dann habe ich mich dabei bewegt, ich habe herumgehampelt. The third time I was distracted. Dann war ich zerstreut. And then I don't know how many times I said it that day and he was always saying it is no good. Und ich weiß nicht, wie oft ich es gesprochen habe und immer war er nicht zufrieden. And in my mind I thought, und da dachte ich, that he was making me say all the Our Fathers I haven't been saying all these years of my life that I was not converted. Da dachte ich, ach, er lässt mich jetzt alle Vater unser beten, die ich nicht gebetet habe, die ganzen Jahre hindurch, wo ich noch nicht bekehrt war. To catch up all the Our Fathers in one day. Und ich sollte das alles an einem Tag nachholen. But it wasn't that. It was just that I was doing it wrong. Aber das war es nicht. Es war nur deswegen, weil ich es nicht richtig. So the right way to say it is this way.
So, also das richtige Gebet ist so. First realize that the moment you will start saying the Our Father, he will have his ear stuck to your lips.